Hallo, ihr 30 Freunde. Ami 30 Tracktool, da trocknet gerade der Käfig bzw. der Bügel. Den habe ich jetzt schwarz lackiert, seidenmatt. Kann ich mich also mal um meine anderen Fahrzeuge kümmern hier. Ich habe den E93 M3 jetzt frisch vom TÜV geholt. Und ja, neben dem M4 sieht er noch ein bisschen, ja, wie soll ich denn sagen, schwächer aus. Ist natürlich auch von der Performance her ein bisschen schwächer, aber hat halt einen sehr geilen Sound. Was mich hier am meisten stört, ist so ein bisschen die Optik der vorderen Bremsanlage. Das ist alles relativ überschaubar. Da würde ich mich heute mal ein bisschen drum kümmern. Ansonsten ist es eigentlich ein sehr schönes Fahrzeug, auch mit den breiten ausgestellten Backen und ja, der Hutze auf der Motorhaube ist das schon eine schöne Sache, nett anzusehen. Die Bremsen vorne habe ich gerade komplett neu gemacht. Das heißt, eine günstige Gelegenheit, diese Neuteile gleich wieder abzuschrauben und gegen eine andere Anlage zu tauschen, die ich ja schon seit längerer Zeit vorbereitet habe, aber noch nicht montiert habe. Damit wir uns so ein bisschen hier optisch annähern der Anlage, die der M4 hat. Das ist wirklich der Hammer, diese Keramikanlage. Die bremst gigantisch und sieht natürlich auch top aus. Da werden wir nicht ganz hinkommen, aber so ein bisschen in die Richtung kann es gerne gehen. Ich muss natürlich schauen, ob die Bremsanlage auch auf die Winterräder passt. Das sind hier meine Winterräder. Ah nee, Leute, war nur Spaß. Das sind nicht meine Winterräder, sondern diese hier. Ich fahre also einen 18 Zoll Radsatz im Winter vom E63 und da muss die Anlage im Idealfall auch rüber passen. Das wäre sehr schön. Das Design ist hier ziemlich ähnlich der originalen 18 Zoll M3 E93 Felge. Da sind nur die Speichen minimal abweichend. Das ist hier der originale Sattel von dem E93 M3. Habe ich noch zwei nagelneue liegen, wenn jemand Bedarf hat. Ja, ich hatte damals ein bisschen probiert. Panamera Sattel hat nicht so gut gepasst. Audi R8 auch nicht. Und die ganzen Porsche Boxster oder Porsche 996 Sättel, auch E38, sind an dem E93 eine Nummer zu klein. Cayenne hätte ich gerne genommen, ist optisch einer der schönsten Sättel, ist aber nicht problemlos adaptierbar, müsste man extrem viel dran rumarbeiten. Ihr habt es ja schon mal in einem anderen Video von mir gesehen, ich habe mir jetzt hier für diesen Sattel entschieden, der an einem Maserati verbaut ist, ich glaube auch an manchen Fiat-Modellen. Ein Sechskolben-Sattel, sieht auch optisch sehr stark nach AMG aus, die werden auch gerne dort verbaut, C63 und so weiter. Habe ich kombiniert mit einer Audi-Scheibe. TTRS ist das. Da sagt man zwar nach, dass sie nicht so viel taugt, aber das wusste ich dann erst hinterher, als ich die schon fertig modifiziert hatte. Hier Lochkreis in der Mitte angepasst. Nabenöffnung und Lochkreis angepasst. Und mit der muss ich jetzt einfach starten. Die hat sich jetzt von der Konstruktion her soweit angeboten. Dann habe ich auch meine Adapter hier fertig gefräst. Sind noch Prototypen, deshalb sind die auch noch leicht nachgearbeitet, wie man da sieht. Aber die reichen ja für meine Zwecke völlig aus. Die Frage ist jetzt, ob die 18 Zoll da wirklich drüber geht. Am Durchmesser ist die gar nicht so großzügig. Da könnte es etwas eng werden. Und ich sehe auch, hier sind noch Gewichte genau da verklebt. Da bin ich gespannt, ob das was wird. Ich mache jetzt mal hier quasi nur den groben Test auf der Werkbank. Richtig am Auto muss man nochmal schauen, nachher später. Das sieht hier erstmal ziemlich gut aus. Da sind jetzt durchaus mehrere Millimeter Abstand drumherum. Für eine 18 Zoll Felge ist die doch relativ bremsenfreundlich, auch seitlich macht der Sattel da keine Probleme. Da hätte ich ja erwartet, dass es viel enger wird, vor allen Dingen, weil die Audi-Scheibe sehr flach ist, also eine geringere Topftiefe hat als die BMW-Scheibe. Das heißt, der Sattel rutscht nach außen, also zur Felge hin. Damit ist das also nichts für Felgen, die sehr viel Tiefbett haben. Der Originalsattel ist ja hier ein Kolben 60 mm. Fühlt sich vom Gewicht her relativ leicht an. Ich denke mal, da sind so einige Teile schon aus Aluminium. Und der Maserati-Sattel hat den Anschluss ein bisschen abweichend. Zwar den gleichen Gewindedurchmesser. Die M10 mal 1,0 sind ja auch gesetzt, aber so der Winkel passt nicht so ganz. Mal sehen, ob das mit dem Originalschlauch passt oder ob ich noch Stahlflex verbauen muss. So, der Adapter, der wiegt hier, weil ich ihn etwas großzügig konstruiert habe, 1,2 Kilo. Den kann man bestimmt noch, wenn man ihn mal durchrechnet, vom Gewicht her noch 30% leichter machen. Ne? Mit Sattel und Adapter zusammen liegen wir jetzt bei 6,5 Kilo. Und jetzt gucken wir mal, was der originale BMW-Sattel wiegt. Leider ohne Belege. Von daher würde ich sagen, 500 Gramm noch zurechnen. Wiegt also 6 Kilo. Das heißt, Adapter und Maserati-Sattel sind tatsächlich eine Nummer schwerer, was hier hauptsächlich an dem viel zu stabilen Adapter liegt. Aber da kann man ja nochmal ran. Die Bremsscheibe hier von dem Audi ist leider auch überhaupt kein Leichtgewicht mit 12 Kilo. Das liegt auch daran, dass die halt in der Stärke relativ stabil ist mit 32 mm. 370 mal 32 ist die. Und das ist halt auch ein Punkt. Ne? So, dann würde ich sagen, fahren wir den Wagen mal rein und schauen uns mal an, wie das mit der Anlage so funktioniert.
wo wir den Wagen gerade auf der Bühne haben, würde ich nochmal einen kleinen Check unten rum machen. Hier ist also ein Serienauspuff verbaut. Ich finde den Sound ganz brauchbar. Ist sehr dezent. Hier in der Mitte musste ich nachschweißen. Also ich habe den oberen Bereich öffnen müssen, den Endtopf, weil dieses Blech, genau dahinter sitzt so ein Blech, das war locker. Das war also oben nicht korrekt verschweißt oder gar nicht verschweißt. Sollte eigentlich verpresst vermutlich sein. Das hatte störende Vibrationen erzeugt bei niedrigen Drehzahlen und das hat immer total genervt. Ansonsten hat er hier EDC-Fahrwerk, auch relativ frisch. Ich habe hier KW-Gewindefedern eingebaut, um den ein bisschen tiefer zu legen. Ansonsten, naja, ist hier nicht viel zu sagen. Ist ein US-Import, 150.000 Kilometer oder ich glaube jetzt sogar 160.000 Kilometer schon runter. Ziemlich original bis auf das KW-Fahrwerk. Und bisher erstmal ohne jegliche Mängel, ohne Befund, hat mich noch nie im Stich gelassen. Keine Warnlampe an. Hier ist irgendwie die Verkleidung so ein bisschen gerissen, aber naja, nicht so dramatisch. Getriebe ist hier Doppelkupplung, ist auch trocken, wie man sieht. Hier ist also keine Feuchtigkeit, Ölfeuchtigkeit feststellbar. Hier sieht man mal die Bremsschläuche, die gehen also original so ein Stück nach oben. Und beim Maserati-Sattel zeigen sie halt genau zur Fahrzeugmitte. Mal schauen, ob das mit dem Schlauch so passt oder ob ich da noch was ändern muss an den Schläuchen, mit dem Winkelstück oder so arbeiten muss. Ja, beim Frontspoiler sehe ich gerade, fehlt hier eine kleine Niete, so eine Plastikniete und diese beiden Ausbuchtungen sind, glaube ich, auch nicht original. Da bin ich mal irgendwo hängen geblieben oder der Vorbesitzer, weiß ich gar nicht genau. Ansonsten alle Verkleidungsteile noch vorhanden, so soll das also aussehen. Und Motor ist auch forztrocken, macht überhaupt keine Probleme. Also von daher bin ich da auch sehr zufrieden mit dem Fahrzeug. So, die originalen Felgen sind auch sehr bremsenfreundlich, das sieht man hier schon. Ne? Also da ist massenhaft Platz. Ich erwarte also nicht, dass es irgendwelche Probleme mit der großen Bremse gibt. Da kann man bestimmt ohne das Handscheiben mit der Anlage nachher fahren. Ansonsten hat der Lucky M3 mir erzählt, dass diese Forecuts hier eigentlich bei dem Motor nicht vorgesehen waren. Wenn man also jetzt an Leistungssteigerung denkt, dann müsste man diese Teile hier eventuell entfernen. Vielleicht gibt es ja auch auf dem Nachrüstmarkt hier ein Stückchen, ja, Hosenrohr ist es nicht mehr, aber quasi Verbindungsstück zwischen Fächerkrümmer und Cuts, was ohne die Vorcuts ist. Das würde bestimmt noch mal ein bisschen was bringen, weil der Motor ist jetzt nicht so kräftig, wie man ihn vielleicht vermuten würde. Die Zahlen sagen ja eigentlich auch eine deutliche Sprache. 4 Liter, 420 PS, 400 Newtonmeter, alles bei sehr hohen Drehzahlen. Das heißt, ist jetzt nicht so übelst performant. So, vorne kommt das Rad erstmal runter. Dann löse ich diese kleinen Inbusschrauben. Da haben wir die M-Modelle mehrere davon, nicht bloß eine. Dann hinten mit einer 18er Nuss diesen Bremssattel lösen. Jetzt können wir mal die Bremsanlage wiegen hier. Also die Bremsscheibe vom BMW wiegt nur ein bisschen über 10 Kilo. Die ist 360 mal 30. Und die gesamte Anlage vorne wiegt halt 16,8. Wenn euch erinnert, die andere Anlage war 2 Kilo schwerer. 18,7 Kilo mit Belege jeweils. Der Adapter, ja, der wurde mit den originalen Schrauben festgeschraubt. Die haben sich angeboten von der Länge her. Das passt soweit. So, ich habe erstmal den Maserati-Sattel mit den originalen Schläuchen bestückt. Mal gucken, ob das funktioniert. Und es sieht tatsächlich relativ gut aus. Da ist also genug Luft und in beiden Positionen, Endanschlägen, gibt es mit dem Schlauch keine Probleme. Das haut also soweit hin. Habe ich schon wieder an der Stelle ein bisschen Arbeit gespart. Dann muss das System entlüftet werden. Ich arbeite hier mit so einem Gerät von Wirth, was also Unterdruck erzeugt. Ganz wichtig ist das Entfetten, gleichmäßig innen und außen mit Lappen nochmal ein bisschen drüber wischen, dass die Bremsscheibe wirklich optimal trocken ist. Da möchte man ja sicherlich nicht, dass die Warnkontakte innen meckern, also habe ich mir einen alten Warnkontakt besorgt. Die Kabel müssen miteinander verbunden werden, also Kurzschluss erzeugt werden, reingesteckt und schon ist die Kontrolllampe aus. Das liegt daran, dass der Maserati Warnkontakt leider anders funktioniert. Der hat nur einen Pin, der wird gegen Masse gearbeitet und das passt hier mit dem BMW nicht. So, jetzt habe ich das montiert, habe erstmal 12 mm Spurplatten verbaut. Und das gucken wir uns jetzt gleich mal an, wie das eigentlich aussieht, weil da waren wir ja vorne noch ein bisschen zu dezent. Bremse ist natürlich top, das war auch nicht anders zu erwarten. Aber vorne, naja, ist mir ein Hauch zu breit, das ist jetzt relativ bündig, der Kotflügel. Und hinten ist aber ein bisschen drinnen das Rad. Ich würde sagen, ich nehme nochmal eine kleinere Distanzscheibe. Hier drüben auf der Originalseite noch links steht das Rad ein bisschen zu weit drinne. So ein Mittelding zwischen dem, was jetzt auf der Fahrerseite ist und hier auf der Beifahrerseite. Damit wäre ich, glaube ich, sehr zufrieden. Also nochmal die Distanzscheibe runter, ein bisschen kleinere montieren. So, jetzt die Fahrerseite auch umgebaut. Ich habe jetzt hier eine 5 mm Platte nur genommen. Das ist das Maß, was gerade noch mit Zentrierung funktioniert, also wo die Felge noch so einigermaßen zentriert wird.
Ansonsten nach dem ganzen Entlüften muss man hier unter der Abdeckung nochmal schauen, wie der Flüssigkeitsstand ist. Habe ich mal ein bisschen was nachgefüllt und dann ist eigentlich die Arbeit schon beendet. Ich musste das dreimal entlüften, bevor das Pedal richtig hart war. Ich mache da zwischendurch auch mal die Zündung an, lasse den Motor laufen, dass das ABS auch mal so ein bisschen angesteuert wird, die Ventile. Aber das Ergebnis optisch hier kann sich mit dem Sattel auf jeden Fall sehen lassen. Hier sieht man jetzt mal die Fünferdistanzscheibe. So, ja, ich denke, das Ergebnis überzeugt. Wie man sieht, bin ich auch schon ein paar Meter gefahren damit. Das bremst jetzt auch vernünftig. Ich denke mal, so kann man sich sehen lassen mit dem Fahrzeug. Hätte BMW gerne auch original so rausbringen können. Aber ihr wisst ja, es gibt ja Sondermodelle von dem E92 M3. Der GTS hatte auch eine 6-Komma-Lage drauf, wenn ich mich recht erinnere. Der M4 ist natürlich ein bisschen knackiger geschnitten, so ein bisschen kantiger und sieht deshalb auch eher aggressiver aus. Ich weiß nicht, ob es noch ein schöneres BMW Coupé gibt als den M4, muss man einfach sagen. Haben sie wirklich super abgeliefert und mit der Keramikbremse ist das natürlich auch das 20-Zoll-Rad hier maximal ausgefüllt. Sehr schönes schwarzes Coupé, bin ich super zufrieden damit, auch von der Optik her. Von der Größe her eher schon wie so ein 6er zu sehen, ja, also doch mal wirklich eine Nummer größer als ein 3er. Und mein E93 fällt jetzt nicht mehr so krass dagegen ab, weil er vorne jetzt halt ein bisschen breitere Spur hat. Vielleicht kriegt die Distanz noch ein bisschen verbreitert, mal schauen, aber eigentlich ist es okay. Mit der 5er Platte vorne passt schon. Auf jeden Fall hat das Ding jetzt vorne eine anständige Bremse. Und jetzt werde ich die Anlage erstmal einbremsen und dann mal berichten, ob sie auch einen Hauch mehr Performance liefert oder nicht. Das ist natürlich jetzt so eine Sache, ja. Also Hauptgrund für den Umbau war jetzt auch die Optik. Es soll natürlich nicht schlechter bremsen wie vorher, wird es vermutlich auch nicht machen. Aber ich erwarte jetzt nicht, dass es irgendwie gigantische Performance-Fortschritte gibt. Der Wagen wird auch nicht jetzt im Rennsport oder ähnliches eingesetzt. Soll halt vernünftig funktionieren. Ich werde berichten, wie sich die Anlage hier so tut. Bisher habe ich nur diese beiden Prototypen gefräst für die Adapter. Wenn das jetzt funktioniert und mich restlos überzeugt, ja, also die Audi-Scheibe abliefert, dann kann man auch über eine Kleinserie nachdenken. Ich habe mir aber sagen lassen, dass genau die Audi-Scheibe hier nicht so besonders sein soll. Naja, ich mache jetzt noch eine kleine Probefahrt. Ihr könnt noch ein bisschen zugucken. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis zum nächsten Video.